Du bist in unterschiedlichen Feldern tätig und das verklingt sich aber auch in den einzelnen Projekten, die du machst, immer wieder ganz gut. So wie auch das Projekt Keimzelle sehr viel mit dem Thema Essen zu tun hat, Ernährung zu tun hat, Nachhaltigkeit zu tun hat, was du unter anderem in mehreren Büchern auch aufgreifst als Thema. Unter anderem ist als letztes Politik des Essens bei Transkript, glaube ich, erschienen. Worum es aber auch geht bei dem Projekt Keimzelle ist die Frage von Beteiligungsprozessen, politischen Beteiligungsprozessen und der Frage, wie man dort als Anwohner sich auch einbringen kann, wie man dort eingreifen kann in diese politischen Prozesse. Und da, glaube ich, stellt sich die Frage der Wirksamkeit eben auch noch mal anders oder ich glaube noch mal, ja, ich glaube schon noch mal anders, als wir es jetzt gerade bei We Are Visual erlebt haben. Deswegen ich sehr gespannt bin auf deinen Vortrag oder auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Das wusste ich, hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Okay, das liegt auch schon lang zurück, dieses Seminar zur Freundschaft, mehr als 10 Jahre. Ja, vielen Dank für die Einladung. In der Tat, das wurde gerade schon angesprochen. Für mich ist das besonders reizvoll jetzt hier, weil sehr viele Dinge, die mich so beschäftigen, auf verschiedenen Ebenen hier zusammenfließen. Und deswegen wird es so ein bisschen auch so eine Spagatbewegung geben zwischen politischem Aktivismus auf der einen Seite, künstlerischer Intervention und Tätigkeit auf der anderen Seite, aber auch philosophischen Reflexionen. Und das alles sozusagen gebündelt an einem konkreten Projekt hier in Hamburg. Also von da gesehen fühle ich mich hier eigentlich sozusagen von der Choreografie sozusagen der Veranstaltung ganz gut positioniert. Ich habe mir das so gedacht, dass ich zunächst erst etwas über die Keimzelle sagen will, über dieses Gardening-Projekt in im Karow-Viertel hier in Hamburg, St. Pauli. Das ist vielleicht jetzt auch nicht jedem bekannt, noch nicht. Aber gleichzeitig geht es mir auch genereller um diesen Punkt des Urban Gardenings als so eine globale Bewegung, die ja nicht nur hier in Hamburg langsam Fuß fasst, sondern weltweit sagen, sich bewegt. Also so eine Generalisierung dieser Thematik, die möchte ich versuchen. Und gleichzeitig, das werde ich auch visuell so ein bisschen im Hintergrund, ich werde das so laufen lassen, also Bilder einerseits sagen, die konkret jetzt sagen, sich auf die Keimzelle beziehen, dann aber eben sagen auch andere Bilder aus ganz anderen. Und da gibt es schon auf der visuellen Ebene so eine, ist der Versuch der Vermischung sozusagen. Und gleichzeitig, auch vorab vielleicht noch ganz wichtig zum Verständnis, ich werde mich auf diesen Nahrungsaspekt bei dieser Urban Gardening-Thematik konzentrieren, also die stadtentwicklungspolitischen Aspekte, die da drin stecken und auf die ich auch kurz zu sprechen kommen werde, bleiben aber letztlich hier heute so ein bisschen im Hintergrund, weil ich mich eben auf thematisch so ein bisschen fokussieren wollte. Naja, und zugleich ergeben sich aber eben auch sachliche Anknüpfungspunkte zur Philosophie von François Julien. Also ausgehend von einer Infragestellung der Intervention als wirksames Handlungsmodell werde ich deshalb am Beispiel der Keimzelle einige Gründe anführen, die sowohl für die philosophische als auch für die politische Notwendigkeit eines postinterventionistischen Praxisverständnisses sprechen. Wir brauchen meines Erachtens einen Postinterventionismus oder ich nenne ihn auch Praxismus, um die Wirksamkeit von Handlung und gesellschaftlichen Veränderungen praxisphilosophisch richtig, vielleicht auch chinesisch richtig zu denken. Denn diese Wirksamkeit ist weder ausschließlich in allmählichen Transformationen oder eben in stillen Wandlungen zu suchen, wie Julien Prozesse des gesellschaftlichen Wandels nennt. Das haben wir ja gestern auch nochmal vorgestellt bekommen, die stillen Wandlungen. Noch einzig und allein in lauten Interventionen zu suchen, sondern vor allem auch in solchen permanenten Aktionen wie der Keimzelle. Also das ist sozusagen meine These oder auch meine Idee ist, sagen, die Keimzelle als eine postinterventionistische Praxis verständlich zu machen, deren massenhaftes Wachstum notwendig ist und, wie ich in Anspielung an einen zentralen Gedanken des französischen Philosophen Gilles Deleuze jetzt hier sagen möchte, deren rhizomatischer Wachstum und Wuchern kultiviert werden muss, damit tatsächlich stille Wandlungen im Sinne von grundlegenden, wirklichen Veränderungen unseres Lebens stattfinden. Mit anderen Worten, ich denke, dass die Praxis des urbanen Gärtnerns, so wie sie in der Keimzelle oder an vielen anderen Orten stattfindet, und das
allmähliche Praxen in anderen Handlungsbereichen mit revolutionären Transformationen zu tun haben, hat, die über laute Invention hinausgehen. Insofern kritisiert Julien zu Recht meines Erachtens, dass die praktischen Wirkungen von Intervention bloß, ja, im Kern ist es ja seine These, ereignishaft, kurzfristig, rein symbolisch oder eben, er sagt ja auch oberflächlich bleiben. Das ist so die Kritik. Gut, aber das sind jetzt die einleitenden Worte und ich möchte jetzt erst einmal, also mit dem Porträt von der Keimzelle, die das jetzt hier schon im Hintergrund läuft, kurz beginnen. Also Ende Mai 2011, das ist jetzt also anderthalb Jahre her, einige Tage vor dem ersten größeren Kongress des Hamburger Netzwerkes Recht auf Stadt, das lag ein paar Tage voneinander entfernt und übrigens auch ja in direkter Nähe, also dieser Kongress Recht auf Stadt, letztes Jahr fand in Centro statt, Centro Soziale, ist also sozusagen unweit von der Keimzelle, haben sich eine überschaubare Zahl an politischen Aktivisten und Anwohnern ein Stück städtischer Grünfläche angeeignet. Also zunächst einmal ist die Keimzelle eine, wie ich das gestern Abend noch kurz gelesen habe, in diesem Glossar, gleich der erste Eintrag, eine aktivistische Intervention. Also zumindest eine Intervention von Aktivisten. Also sie sprechen jetzt nicht, wie eben gerade und gestern auch, sagen von künstlerischer Intervention, sondern zunächst einmal, das verändert sich jetzt noch, aber zunächst einmal sagen von Aktivisten, die da irgendwas tun. Dabei handelt es sich um eine, also jetzt um diese Fläche, ja, um ungefähr 150 Quadratmeter große Fläche am Ölmühlenplatz, eben im Karow-Viertel, einer öffentlichen Parkanlage. Und dazu muss man vielleicht sagen, na klar, wir alle kennen das hier, aber trotzdem, es ist natürlich einer der beliebtesten Orte der Stadt Hamburg. Man kann hier zur bewegungstheoretischen Charakterisierung eben sagen, dass die Keimzelle zunächst mal als politische Invention auftritt, obwohl sie gleichfalls auch mit einer künstlerischen Intervention verbunden ist, auf die ich gleich zurückkommen werde. Also genauer genommen setzt sich unsere anfängliche Keimzellengruppe aus einer recht heterogenen Vereinigung zusammen, vor allem aus Leuten, die primär daran interessiert waren, irgendwo in der Nähe ihres Wohnortes und ihres alltäglichen Lebensumfeldes gemeinsam mit anderen zu gärtnern. Also dieser Aspekt war da. Und zu gärtnern hier immer im Sinne, um Gemüse anzubauen, nicht um Pflanzen anzugucken, im Wachstum. Also dieser Nahrungsaspekt. Und ein anderer Teil der Gruppe waren eben Aktivisten, die sich genau um diese Fläche da kümmern. Das ist ein gutes Beispiel. Das sind sozusagen zwei Gruppen, die jetzt sagen, bei der Keimzelle zusammenkommt, denen es um diese Stadtentwicklungsprozesse und um die Rindermarkthalle geht. Die Zusammensetzung unserer Gruppe spiegelt sich auch in den Zielen und den strategischen Einsätzen der Keimzelle wider. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz lohnenswert, hier kurz anzusprechen. Das sind nämlich drei Dinge, um die es uns da so geht. Also einmal, wie gesagt, die Ernährungsfrage und der Zweck zu sagen, der Keimzelle, genau an diesem Ort mit dem lokalen Anbau von Lebensmitteln zu beginnen. Also sozusagen eine globale Bewegung zu territorialisieren an einem ganz spezifischen Ort. Zweitens, der künstlerische Ansatz, den öffentlichen Raum auf dem ungenutzten Gelände der ehemaligen Rindermarkthalle schräg gegenüber eben der Keimzelle zu nutzen und anzueignen, um dort einen weiteren größeren Stadtteilgarten, dem Grünareal, entstehen zu lassen, der gleichzeitig als Plattform einer demokratischen Planungskultur, eines demokratischen Planungsprozesses im Hinblick sagen, auf die weitere Nutzung dieses Gebäudes und dieser Fläche drumherum fungieren soll. Und der dritte Aspekt, zu sagen, um den es uns geht, ist ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, der städtischen Öffentlichkeit. Insofern beide genannten Ziele, den städtischen Raum in eine öffentliche Bühne, würde ich das jetzt mal nennen, der zwischenmenschlichen Interaktion verwandeln. Es entsteht eine Möglichkeit des Auftritts und Agierens von Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Hintergründen. Also das ist vor allen Dingen ein Aspekt, der war mir vorher gar nicht so klar, aber jetzt gerade auch da in der Keimzelle wird das sehr deutlich, dieser soziale Aspekt der Begegnung, des Austausches, dass da Leute vor Ort im öffentlichen Raum sich bewegen, vor sich hin prügeln, bewegt viele Menschen dazu,
diese Schwelle, die normalerweise sagen, eben nicht überschritten wird, zu überschreiten und dann tatsächlich in ein Gespräch zu treten. Also sagen die Idee, dass der öffentliche Raum nicht nur sagen, eine Passage ist von A nach B oder aber kommerziell genutzt wird, sondern tatsächlich auch eine Sache ist, wo Menschen zusammenkommen und in ein Gespräch treten. Das ist tatsächlich eine sehr beachtliche Erfahrung, die ich jetzt auch ganz konkret in unserem Projekt gemacht habe. Unser politischer Aktivismus nimmt bei dem programmatischen Vorhaben Keimzelle Goes Grünareal, wofür man sich dann auch in verschiedenen Kontexten da eben einsetzen muss, die Form einer künstlerischen Intervention an. Und zwar aber nicht in dem Sinne, dass das Eingreifen in unserem Fall darin besteht, dass Künstler an eine neue Situation schaffen oder nur irgendwelche provokanten Aktionen im öffentlichen Raum veranstalten. Also das gibt es ja, haben wir ja auch hier schon viel gesehen. Das gibt es als Möglichkeit. Das begreifen wir anders. Bei uns ist dann die künstlerische Forderung, dass man mit dem Grünareal Kunst im öffentlichen Raum entstehen lassen kann. Dahingehend gedacht, die Wirksamkeit des urbanen Gärtens, also die ganze Thematik, ja, zu einer permanenten Praxis überführen zu können. Das heißt dann konkret, wir haben Mitte letzten Jahres, relativ früh also, angefangen, zwei Leute von uns aus der Keimzellengruppe, die eben auch philosophisch-künstlerischen Hintergrund haben, im Rahmen des Kunst im öffentlichen Raumprogramms der Kulturbehörde einen Antrag zu stellen. Und tatsächlich wurde das dann auch bewilligt. Und das hat uns sozusagen natürlich auch geholfen in der Arbeit. Mit der Feststellung, dass die Akteure der Keimzelle nicht primär als Interventionisten agieren, sondern unser Ziel vielmehr die Praxis eines prozesshaften Tätigseins ist, das allmähliche Veränderungen bewirkt, ist der Punkt erreicht, wo man auch von der Macht der stillen Wandlung sprechen kann. Eben also diesen zentralen Begriff von François Juliens Philosophie, den ich jetzt hier aufgreifen möchte, um genau über die Wirksamkeit von Interventionen nachzudenken, in unserem Fall hier. Immerhin verbindet nämlich Julien mit der Vorstellung eines langsamen, unsichtbaren Veränderungsprozesses, das ist deutlich geworden gestern, eine kompromisslose Kritik an Intervention und jeder Form von interventionistischen Handlung. Ja? Also es ist jetzt keine Kombination von bei ihm, die er anbietet, die er vorschlägt, sondern er sagt, hier ist die Intervention und hier ist die stille Wandlung. Es ist eine Antinomie, die er dort konstruiert oder behauptet. Also ein sich ausschließender Gegensatz. Im Rückgriff auf klassische Autoren der chinesischen Philosophie wird argumentiert, ich jetzt wiederhole jetzt ein paar Dinge, die vielleicht für die gestern da waren, bekannter sind, aber eben ja nicht jedem, dass also im Rückgriff auf diese chinesischen Philosophen, das ist dann vor allen Dingen Konfuzius und Xiaoxi und wen denn da hat er noch, dass die westliche Kultur das menschliche Handeln, Praxis, griechischer Begriff, und die Veränderung von Wirklichkeit ausschließlich nach dem Modell der Intervention begreift. Das ist so der Punkt. Und zwar als das ereignishafte Werk eines aktiven, in den Lauf der Dinge eingreifenden Subjekts. Das ist so. Diesem Interventionismus hält Julien das strategische Denken der altchinesischen Philosophen und ihre Maxime des Nichthandelns entgegen. Entsprechend heißt es bei ihm programmatisch, ich habe das mir hier notiert, Zitat, der Weise oder eben der gute Stratege hütet sich davor zu handeln. Und weil das so ist, wird dem Mythos vom handelnden Menschen, auch wieder ein Zitat, die Wirksamkeit der unsichtbaren Transformation kategorisch gegenübergestellt. Interessant und besonders bemerkenswert erscheint mir an dieser schroffen Kritik des interventionistischen Handelns vor allem die Tatsache, dass Julien den Inbegriff einer wirksamen Praxis, die zu stillem Wandel beiträgt, am Beispiel des Gärtners
veranschaulicht. Das hat er auch gestern wieder getan. Und ich zitiere: Ich habe diesen strategischen Begriff der Wandlung vor allem aus einer Anekdote, die im Mencius berichtet wird. Ein Bauer, der will, dass sein Weizen treibt, zieht an den Trieben. Am Abend, als die Kinder herbeilaufen, um das Ergebnis zu sehen, ist alles vertrocknet. Klar, das wollte ich sagen, früher rausziehen, als die Pflanzen das eigentlich gut finden. Mit anderen Worten, wieder ein Zitat von Julien. Das ist also ein Beispiel für das, was man nicht machen darf, sagt uns Mencius. Selbstverständlich entspricht dies auch nicht dem, was wir in der Keimzelle so tun, wenn wir Gärtner. Doch hören wir weiter, was Julien uns zu tun rät. Zitat, ein längeres Zitat. Was soll man tun? Und das ist ja die Frage, die er interessanterweise seine Philosophie interessanterweise auch so aktuell macht, politisch auch aktuell. Was sollen wir tun? Wenn nicht intervenieren, was ist sozusagen die wirksame politische Praxis? Was sollen wir tun? Und ich würde sagen, wie der Julien, das, was jeder Bauer weiß. Weder am Trieb ziehen, noch beim Treiben zusehen. Mencius sagt, man hackt, man jätet am Fuß des Triebes. Indem man den Boden auflockert, indem man ihn belüftet, begünstigt man das Treiben. Weder Aktionismus noch Untätigkeit, sondern indem man den Prozess des Wachstums unterstützt. Wenn ich sage, immer noch Julien, was jeder Bauer weiß, dann sehen Sie, wie sich im Hintergrund ein Denken von Landwirten abzeichnet, das auf dem Prozess des Treibens beruht. Das chinesische Denken hat dadurch gelernt, nicht etwa ein heroisches Modell zu konstruieren, das sich durch seine Interventionskraft der Welt aufdrängt, sondern auf den unendlich kleinen, graduellen und stillschweigenden Prozess des Wachstums zu zählen, den man begleiten muss. Das ist Julien, wie er auch gestern nochmal sagen, seine Position da ausgeführt hat. Zweifelsohne sprechen Julien und das bäuerliche Denken der alten Chinesen mit dieser Beobachtung meines Erachtens eine wichtige handlungstheoretische Erkenntnis zur Eigenart der landwirtschaftlichen Praxis aus. Also das wohl schon. Wer die Wirksamkeit des Eigenanbaus von Gemüse inmitten der Stadt daran misst, ob es zu schnellen Veränderungen und effektvollen Ereignissen führt, der begeht ganz offensichtlich den folgenreichen Fehler, dass urbane Gärtner nur nach dem heroischen Modell einer interventionistischen Aktion zu beurteilen. Ich meine, dieser Denkfehler ist deshalb folgenreich, weil jedem, der die Keimzelle oder vergleichbare Projekte lediglich unter dem Gesichtspunkt der interventionistischen Aktion wahrnimmt, die unspektakuläre, aber wirkungsvolle Transformationen entgehen, die diese Praxis mit sich bringt. Zwar spricht sich allmählich herum, dass lokale Selbstversorgung mit biologisch angebauten und gemeinsam produzierten Nahrungsmitteln enorme Wirkung für eine nachhaltige und soziale Transformation sowohl der globalen Ernährungsverhältnisse als auch zahlreicher damit verbundener gesellschaftlicher Krisenphänomene hat. Also ne, Überwindung der Folgen der konventionellen Landwirtschaft, sagen was den Klimawandel angeht, Welthungerproblematik, ungerechte ökonomische Agrarpolitik. Dieses politische Großszenario steht im Hintergrund sagen, dieser kleinen Gesten, sollte aber meines Erachtens als Maßstab der Beurteilung der Wirksamkeit dieser Tätigkeiten herangezogen werden. Weil wir haben ja in der Diskussion dieses mehrfach gehabt und zu Recht, man muss sich ja fragen, woran bemesse ich denn die Wirksamkeit einer Handlung oder einer Intervention? Wann ist eine Praxis dahingehend wirksam, dass sie tatsächlich gesellschaftliche Veränderung bewirkt? Und ich glaube, dafür ist eben sagen wichtig, sich diese Zusammenhänge der Ernährungsverhältnisse der globalen zu vergegenwärtigen. Also mit Blick auf die Komplexität dieser
gastrosophischen Zusammenhänge der Politik und der Ethik unseres Essens beschäftigt mich an dieser Stelle, beschränke ich mich auf die Feststellung, dass zurzeit ein Bewusstsein vorherrscht, welches diese Wirksamkeit des urbanen Gärtnerns nicht erfasst, ja, und welchem das gesellschaftliche Veränderungspotenzial dieser Praxis noch weitgehend unbekannt ist. Also wir haben es sozusagen bei der Beurteilung der Wirksamkeit dieser Praxis zunächst nicht mit einem praktischen Problem zu tun, sondern mit einem theoretischen, wenn man so will. Nämlich zu sagen, welcher Diskurs entscheidet über die Beurteilung der Wirksamkeit? Ganz im Gegenteil, würde ich sogar sagen. Die Mehrheit neigt dazu, diese Tätigkeiten und Realitäten des Urban Gardenings sogar zu etwas Unbedeutendem zu banalisieren. Ja. So fällt es vielen nicht besonders schwer, den lokalen Eigenanbau von Nahrung, kleine Gemüsegärten, mitten in der Stadt als eine Sache zu verniedlichen, die lediglich für Leute ist, die in ihrer Freizeit offensichtlich nichts Besseres zu tun haben. Das ist etwas, das ist der Stand der Dinge, wenn man nicht in der Keimzelle stehe und mit Leuten ins Gespräch komme, dann ist es zunächst genau da der Punkt, wo die meisten Leute sagen, mit dem Verständnis der Wirksamkeit und dessen, was da eigentlich stattfindet, sagen, komm. Sie sagen, aha, ja, was soll denn das hier und macht ihr das gerne oder also. Es fehlt da sehr viel Information sozusagen im Hintergrund. Zu dieser verbreiteten Wahrnehmung kommt hinzu, dass in der Vergangenheit alles Gärtnern mit der Existenz von spießbürgerlichen Schrebergärten verbunden war und auch heute noch in den meisten Fällen weiterhin verbunden ist, keine Frage, deren unpolitische Kleingartenidyllen irgendwo entfernt am Rande der Stadt liegen. Das erschwert natürlich die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Aktion, dieser Aktivität. Das Problem ist, eine solche verkürzte Vorstellung von urbanen Gärtnern sagt wenig über die Sache und ihr gesellschaftliches Veränderungspotenzial aus, dafür jedoch umso mehr über den eigenen politischen oder eben auch unpolitischen Standpunkt. Jedenfalls spiegelt es letztlich nur ein unzureichendes Wissen um die Philosophie des Urban Gardenings wider. Das wäre jetzt so meine Behauptung. Doch man versteht die auf den ersten Blick unsichtbaren, stillen Veränderungen, die von Keimzellenaktivitäten in vielen Städten der Welt ausgehen, besser, sobald man sich klar macht, dass die landwirtschaftliche Nahrungsproduktion eine der mächtigsten Wirtschaftskräfte der globalen Ökonomie ist. Also das ist wieder dieser Aspekt des Maßstabs der Beurteilung der Wirksamkeit. Grundsätzliche Transformation in diesem Bereich, in der Art und Weise, wie wir Nahrung produzieren, wo, mit welchen Methoden und wer, ja, haben folglich enorme Auswirkungen auf unsere Lebensweise. Insofern scheint uns Juliens Philosophie dabei zu helfen, die Wirksamkeit speziell der Keimzelle als Gärtnern, ja, richtig, also postinterventionistisch oder eben chinesisch-strategisch denken zu lernen. Also dafür schon. Der Vorbehalt, den ich gestern auch gerne noch ihm irgendwie vielleicht gegenüber geäußert hätte, wäre, nicht alle Gesellschaft oder die wenigsten gesellschaftlichen Prozesse sind Wachstumsprozesse. Das ist vielleicht, da findet eine Naturalisierung sozusagen von gesellschaftlichen Verhältnissen statt. Und das ist natürlich ein Problem auf einer theoretischen Ebene. Aber speziell sagen, wenn man über das Gärtnern redet, dann ist es richtig, dass man die Beurteilung dieser Handlung nicht nach interventionistischen Modellen sozusagen bewertet, sondern eben mit Kategorien des stillen Wandels oder des langer Prozesse, Reifungskategorien. Allerdings kommt die Wirksamkeit kaum zum Tragen durch vereinzelte Gärten hier und da. Das ist auch klar. Wie jetzt zum Beispiel in Hamburg, wo wir gerade mal eine Handvoll von solchen Gärten haben. Das ist klar. Ihre Wirksamkeit wird erst in dem Maße real spürbar, wie wirklich überall, also an jeder Ecke, in jedem Stadtteil von Hamburg und in jeder anderen Stadt, in jedem anderen Land der Welt, ja, Keimzellen wachsen und wuchern. Spätestens aber in dieser zum jetzigen Zeitpunkt zugegebenermaßen noch recht utopischen Zukunft würde der grundlegende Wandel, der in jeder Keimzelle wirksam ist, für alle ganz offensichtlich. Das, denke ich, ist vielleicht wichtig. Also das sind kleine Projekte, aber diese kleinen Projekte haben alles, was es braucht, um weitreichende gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Die Wirkung kommt aber nur dadurch zustande, wenn es noch mehr von diesen Aktionen gibt.
Einfach ein relativ einfacher Gedanke, ne? Darum bin ich der Auffassung, dass jeder urbane Gemeinschaftsgarten oder Nachbarschaftsgarten, wo alles getan wird, was für die Wirksamkeit dieser Praxis getan werden muss und was auch jeder Bauer zu tun weiß, die maximale Wirksamkeit aktiviert, die überhaupt irgendeine Praxis aktivieren kann. Doch obgleich dieses Tun keine Intervention ist, daran stimme ich der Philosophie von François Julien zu, teile ich nicht seine Behauptung, dass die Wirksamkeit ganz allein von einem Nichthandeln oder so einem Wachsen lassen abhängt und dass wir es sein lassen sollten, überhaupt zu handeln und zu intervenieren. Also da gebe ich Georges Camerun recht. Es gibt viele Situationen, wo wir wirklich intervenieren müssen. Wer im Gegensatz zum allmählichen Wandel jegliches Handeln als oberflächlich und praktisch unwirksam zurückweist, wählt eine, ich will es jetzt doch ein bisschen schärfer sagen, eine fragwürdige Strategie der Passivität. Julien, ist das ja klar, ich spreche das ja an, hat das gestern auch angesprochen, das ist dieser Einwand, der kommt. Es ist halt die Frage, wie kann man diesem Einwand begegnen. Ganz zu Recht stellt sich Julien schließlich selbst die Frage, ob man, Zitat, die stillen Wandlungen zu einem Begriff machen kann, der strategisch ist und sogar eine politische Dimension hat. Das war ja auch gestern nicht ganz klar, auf welche Ebene bewegt sich sozusagen diese Feststellung. Sind das deskriptive Äußerungen, wie man sagen Wandel beschreiben kann, oder sind das normative sagen, Aussagen, sagen, wie gehandelt werden soll? Also deswegen, Julien stellt sich, es ist nicht klar, ob Julien sagen, als Ideenhistoriker redet oder als politischer Philosoph. Das bleibt immer sehr vage, meines Erachtens. Aber immerhin fand ich das bemerkenswert, dass in einem seiner Texte sagen, diese Frage ganz ausdrücklich gestellt wird. Und er hat ja gestern ja auch mit dem Stichwort der Demokratie, dass er am Ende doch Westler sei und kein Chinese, auch sich dahingehend nochmal zu sagen, positioniert. Also, denn, anders gefragt, wie soll es zu Veränderung kommen, wenn nicht durch die Intervention und durch die Praxis von Aktiven? Um gesellschaftliche Transformation wirksam in Gang zu setzen und in Gang zu halten, bleibt uns, wie gesagt, nichts anderes, als alles zu tun, was dafür getan werden muss. Alles tun, statt passiv auf Veränderungen zu warten, statt nichts zu tun und nicht handeln, müsste also die Maxime eines effektiven Praxismus jenseits von lautem Interventionismus und stillem Reformismus lauten. Tue alles, sodass durch das Selbsttätigsein sich das gesellschaftliche Sein verändern kann. Oder um eine Feuerbach-These von Marx zu variieren, habt ihr aber schon rausgehört, das Ändern der Umstände geht einher mit der revolutionären Praxis der Selbstveränderung. Zitat Marx. Ich würde an dieser Stelle einen Vorschlag von Slavoj Žižek aufgreifen wollen, wonach alle bisherigen Revolutionen alles andere als eine revolutionäre Wirkung hatten. Bei ihm heißt es dazu, Zitat, das Problem der bisherigen Revolution war nicht, dass sie zu extrem, sondern dass sie nicht radikal genug waren, weil sie versuchten, Revolution ohne Revolution zu machen. Es geht um nichts Leichteres als darum, in Theorie und Praxis die Revolution zu revolutionieren. Und wir haben um diesen Punkt ja auch schon jetzt gestern und heute immer wieder mal gekreist. Also dass man vielleicht, wäre ja auch eine Möglichkeit mal, wenn ihr mit der Intervention durch seid und da keine Lust mehr zu habt, dahingehend eine neue Fragestellung von der Intervention zur Revolution. Also das aber heißt, das dramatische Manko im politischen Denken der westlichen Philosophie, das allerdings, finde ich, Julien nicht so benennt, und erst recht im politischen Denken der chinesischen Philosophie, auszuräumen, dieses Manko auszuräumen, nämlich dieses Manko besteht in der ungeklärten Frage, welches Handeln gesellschaftliche Veränderungen bewirkt
und was wirklich wirksame, revolutionäre Praxis ist. Und es ist in der Tat nicht nur ein Manko, sondern auch ein Stück weit ein Skandal, dass die Philosophie, ob nun westlich oder östlich, und darauf im Jahre 2012 keine brauchbaren Antworten gibt. Das will ich nur in den Raum stellen. Also es ist schon beachtlich, wenn man sich ernsthaft diese Frage stellt, wie sieht gesellschaftliche Veränderung aus auf, einer Ebene, auf der Ebene der politischen Praxis oder des Handelns, des individuellen Handelns, dann ist es schon beachtlich, dass das so wenig zu sagen Angebot bekommt, so wenig dazu zu finden ist. Gut, worauf es heute mit Blick auf politischen Aktivismus ankommt, so denke ich, ist folglich die praxologische Erkenntnis, dass es zu gesellschaftlichen Wandel mehr braucht als interventionistisches Handeln und erst recht nicht nur mehr, sondern auch eine andere Praxis als die wirkungslosen Varianten der revolutionären Intervention, das gibt es ja auch, die den linken Humanismus, besonders natürlich den politischen Marxismus, immer wieder in einen unseligen Militarismus verwickelt haben, wenn man sich jetzt sagen die Geschichte der wirklichen Revolution anguckt, ja, und auch die marxistische Revolutionstheorie. Die arbeitet eben auch mit der Vorstellung, dass Revolution eine Intervention sei. Auch wenn es vielen und gerade denjenigen, die politisch aktiv sind, sicherlich schwerfällt, sich an den Begriff an einer Postrevolution zu gewöhnen, die gerade nicht in der heroischen Intervention eines alles auf einen Schlag umwälzenden Großereignisses besteht, scheint sich im Laufe der Geschichte doch eines sicherlich herausgestellt zu haben. Und das ist der Sachverhalt, dass nur aufgrund eines kontinuierlichen Tätigseins, etwa in der Form unseres Urban Gardenings, revolutionäre Keimzellen zustande kommen, die wirklich das Zeug und die Wirkkraft haben, das gesellschaftliche Sein und die Welt punktuell effektiv zu ändern, weil sie beispielsweise sowohl die globalen Ernährungsverhältnisse als auch unsere Städte grundlegend verwandeln. Verwandeln würden, wenn sie massenhaft zu sagen praktiziert werden würden. Und ich komme jetzt so langsam auf den Schluss. Vor allem aber dringt man zu einem philosophischen Verständnis wirksamer oder auch, revolutionärer Praxis erst dann vor, wenn man gesellschaftlichen Wandel weder nach dem im Westen vorherrschenden Modell der Intervention noch aber ausschließlich im chinesisch-bäuerlichen Begriffen des Gärtnerns, Wachsen, des Reifenlassens, des assistierenden Seinlassens sozusagen denkt. Also das ist so der Punkt. Weder noch das eine oder andere. Ganz gleich, ob es um lokalen Eigenanbau oder um andere Aktivitäten der Selbstveränderung geht, entscheidend ist, dass das Handeln, die Intervention, kein singuläres Ereignis bleibt. Das ist der Punkt, glaube ich. Kein singuläres Ereignis bleibt, sondern zu einer dauerhaften Handlung, einer Praxis wird, die eine allmähliche Wandlung bewirkt. Der politischen Philosophie von Hannah Arendt verdanken wir den hilfreichen Hinweis, dass es schon bei Aristoteles durchaus den grundbegrifflichen Ansatz zu einem solchen ontologischen Verständnis der Praxis im Gegensatz zur Intervention, oder bei Aristoteles heißt es die Poiesis, als eines wirksamen Tätigseins gibt. Also Julien blendet sozusagen den Aspekt komplett aus der westlichen Philosophiegeschichte. Wenn man auf die aristotelischen Ansätze einer Praxisphilosophie zurückgreift, gelangt man zu einer meines Erachtens brauchbaren Theorie gesellschaftsverändernder Praxis, auch ohne den Umweg über eine Idealisierung altchinesischer Weisheiten. Ich glaube, das bräuchte man komplett nicht. Dieser ganze Rahmen, den Julien auftut, um Veränderung zu denken, der Westen gegen den Osten oder so. Also ich glaube, das ist, braucht man dafür gar nicht. Aber wie auch immer, also das ist jetzt hier nicht Thema. Auf alle Fälle ermöglicht erst das, was ich die Permanenz der wirksamen Praxis nennen würde
Und eben, was sich vielleicht noch der junge Marx unter revolutionärer Praxis vorgestellt hatte, dass es bei der Keimzelle nicht bloß um singulären, einzigartigen Aktionismus handelt und dabei nicht geblieben ist. Das ist vielleicht, ja. Weil wir unser Handeln bis jetzt unermüdlich fortsetzen, jetzt wir, also die Keimzeller, und nur aufgrund dieses permanent fortgesetzten Tuns und Tätigseins ist der Anbau von Nahrungsmitteln im urbanen Umfeld keine symbolische Intervention geblieben, bei der das Handeln als bloßes Mittel dient, aber nicht selbst schon das tut, was für eine wirksame Praxis getan werden müsste. Um die Wirksamkeit der Keimzelle wie jeder anderen Form eines permanent gesellschaftsverändernden Tätigseins zu ermessen, braucht es meines Erachtens ein dreidimensionales Verständnis der postinterventionistischen Praxis. Und die drei Punkte möchte ich hier noch kurz vorstellen. Erstens geht es dabei um wirksames Handeln und Verändern jenseits, also Post, dieser Verständnis des Präfixes Post meint jetzt erst einmal jenseits des Modells des singulären, eventartigen Eingriffs. Das muss tatsächlich darüber hinausgehen. Es handelt sich dabei um Taten, in der Tat um Dinge, die beim Gärtnern jeder Bauer weiß und jeder Mensch tun kann. Zweitens geht es dabei um die philosophische Einsicht, dass es zu Veränderungen wirksam kommt, wenn auch nach, also auch zeitlich, nach einer anfänglichen Intervention das Handeln nicht aufhört, sondern sich in Form eines entsprechenden Tuns und Tätigseins dauerhaft fortsetzt. Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied zwischen den künstlerischen Interventionen und denen, die wir hier jetzt heute und gestern besprochen haben. Es geht um die dauerhafte Handlung an der Sache. Und schließlich drittens wird anhand der Keimzelle oder eben auch des Grünareals, wenn es dann kommt, begreiflich, dass wirksame Praxis und stille Wandlungen durchaus aktivistische und künstlerische Intervention bedürfen. Es ist also gar kein Ausschluss, sondern die bedürfen sich auch. Zwar ist unser Eingriff in den öffentlichen Raum mit der Keimzelle und unsere Besetzung, ja, oder genauer eigentlich war es keine Besetzung, sondern eine friedliche Verwandlung der besagten Parkfläche in einen öffentlichen Nachbarschaftsgarten, einfach deshalb, weil wir es war keine Guerilla-Aktion, sondern wir haben im Vorfeld sagen, mit der Politik sozusagen uns verständigt und dort eine offizielle Partnerschaft übernommen. Dennoch entstand die Keimzelle, und das scheint mir entscheidend jetzt, ist die Keimzelle nur entstanden, weil einige Menschen in die bestehenden Verhältnisse intervenierten und die Situation durch ihr postinterventionistisches Handeln dauerhaft verändern und vielleicht dadurch auch stille Wandlung bewirken. Danke. Und ich habe hier noch ein bisschen Propagandamaterial, also kann man sich gerne bedienen jetzt gleich. Vielen Dank für den vielschichtigen Vortrag, in dem vor allem nochmal ganz viel von den Gedanken, von den theoretischen, sehr theoretischen Gedanken von Julien von gestern Abend nochmal auch in die Praxis übersetzt wurden, beziehungsweise nochmal so ein bisschen auseinandergenommen wurden, auch in die einzelnen Bestandteile. Danke auch für das nächste Forschungsprojekt Klima. Ich würde ganz konkret, weil mir ist jetzt auch philosophisch aufgezogen, jetzt nochmal fragen, ist gerade der Stand der Keimzelle? Seid ihr schon gebuchert? Gibt es sozusagen schon Ableger oder begreifen Sie auch sozusagen die Kooperation hier mit anderen Gartenprojekten? Ihr habt in Hamburg schon als Buchern. Vielleicht kannst du das nochmal kurz. Ja. Ja, absolut. In der Tat, also auf beiden Ebenen, die du ansprichst, wir wuchern flächenmäßig noch am Ölmühlenplatz werden weitere Flächen besetzt von uns. Da gibt es so eine kleine Fläche, die haben wir jetzt tatsächlich guerillamäßig uns angeeignet. Wir arbeiten politisch daran, dass das Weiterwuchern auf der anderen Seite der Rindermarkthalle doch noch zustande kommt. Momentan wird da ja gebaut. Das heißt, während der Bauphase wird es nicht möglich sein, aber wir arbeiten mit den verschiedensten Instanzen. Wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen ein Treffen gehabt bei dem Staatsrat der BSU, bei Herrn Sachs. Und da wurden vielversprechende Perspektiven eröffnet. Und
Wir waren, das muss man vielleicht dazu sagen, weil das betrifft auch deine Frage, wir waren da tatsächlich als vernetzte Stadtgärtner dort jetzt schon. Also wir vernetzen uns untereinander und wir sind, sagen wir, was die Hamburger Politik angeht, auch schon ein sichtbarer Akteur. Dahingehend, dass jetzt wir von dem Staatsrat erfahren, dass momentan seine Behörde angefragt ist, Leitlinien für die Hamburger Politik zu formulieren. Und sie wollen, so war das jetzt sagen vor zwei Tagen uns gegenüber geäußert von ihm, sie wollen tatsächlich Urban Gardening als ein gesamtstädtisches Thema leitpolitisch sagen formulieren. Also das heißt, man nimmt jetzt nicht die Gärtner, wie ich das gerade gesagt habe, in der verniedlichten Version war, sondern tatsächlich auch die größeren gesellschaftlichen Hintergründe und auch die besondere Wirkung, sagen, was das städtische Leben angeht. Das nimmt man wahr. Also von da gesehen leite ich jetzt persönlich aus dieser Begegnung zweierlei ab. Wenn er uns da nicht völlig die Schmur erzählt hat, was man ja nicht genau weiß, aber wenn er irgendwie Wort hält, dann wird es in Zukunft tatsächlich auch baurechtlich festgeschrieben, in Bebauungsplänen werden festgeschrieben, dass ein gewisser Anteil an Flächen für die Subsistenzpraxis vorkommt und nachgewiesen werden muss. Das ist natürlich ein weitreichender Schritt schon. Und dann zugleich noch, als hoffe ich natürlich in der Sache auch, wenn wir momentan diskutieren wir sehr viel mit der Sprickenhof AG, die ja auch Eigentümer bzw. Verwalterin ist sozusagen der Rindermarkthalle und die hat jetzt zukünftige Nutzer, Edeka. Also dieser ganze Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen und ich mache mir, was das angeht, jetzt speziell sehr viel Hoffnung, weil eben der Staatsrat hier, was habe ich gerade gesagt, wie heißt der? Sachs uns tatsächlich auch angeboten hat, wir können auch ihn anrufen, wenn es darum geht, dass wir mit der Sprickenhof bzw. mit der Finanzbehörde, also das heißt, wir hätten jetzt in dem Fall schon den Druck aus der Kulturbehörde, aus der Stadtentwicklungsbehörde und wer eigentlich jetzt dem im Weg steht, ist vor allen Dingen die Finanzbehörde. Ich würde gerne selber noch eine Frage stellen. Wir haben heute Morgen sehr viel über die IWA gesprochen und du hast auch deine eigenen Erfahrungen gemacht. Hat denn die IGS, also die Internationale Gartenaufstellung, die ja parallel zur IWA stattfindet, bei euch mal auch angefragt oder war das kein Thema? Gute Frage. Nein, haben sie nicht, aber das hat auch einen klaren Hintergrund. Es war für mich in der Tat, vielleicht auch ein gutes Stichwort, als ich 2008 das mit Anke Hamann gemacht habe mit der IBA, wir hatten uns da tatsächlich Hoffnung gemacht, dass die IBA sich irgendwie anders aufstellt, dass sie diese künstlerische Beteiligung ernster nimmt, konzeptuell, weil ich meine, die IBA ist halt sagen ein erklärtes Experiment, sagt ganz groß, macht ganz gut auf sich aufmerksam, wir wollen hier sagen mal ganz neue zeitgemäße Stadtentwicklung machen. Im ersten Jahr war es eben sagen eher nicht von der Art, weil sie einfach nur Geld ausgeschüttet haben. In dem Moment, als sie von 2007 auf 2008 sich entschieden haben, auch als Lernprozess aus dem ersten Jahr, dass es nicht einfach nur darum geht, dass man hier irgendwie kurzes Feuerwerk abschießt mit allen möglichen Künstlern, die dann ein bisschen Geld bekommen haben und die da gierig danach gegriffen haben, weil das einfach sehr viel Geld war, sondern wir geben das jetzt ab. Eine frei kuratierte Kultur. Sommer sollte da organisieren. Deswegen haben wir gedacht, okay, diese Chance nutzen wir. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die IBA diese Chance, die sie kurz aufgetan hat, nicht genutzt hat, sondern das, was wir getan haben mit den künstlerischen Aktionen vor Ort und so das ganze Konzept, worüber ich ja jetzt nicht gesprochen habe, das hat überhaupt gar keine Resonanz gefunden in der IBA. Wir haben es zum Glück auch ein Stück Erfolg unserer Aktion gewesen, wir haben es auch nicht geschafft, deren irgendein brauchbares Bild zu produzieren. Also das war gleich am Anfang, war ja auch schon Thema. Wir haben es tatsächlich geschafft, da keine brauchbaren Bilder des PR für die PR-Maschine der IBA zu produzieren. Also unser Jahr, die Sachen danach nicht. Und dann noch vielleicht noch ein Satz dazu. Daraufhin, ich war kurz danach dann noch angefragt worden von der IGS ins Kunstkuratorium der IGS. Und das kann ich ja auch hier sagen, offiziell. Das habe ich dann ja auch gemacht am Anfang. Also ich bin sagen einer der gewesen, die in einem IGS-Kunstkuratorium dann tätig wurden. Wir haben das... Wir sollten ein Rahmenprogramm sagen für die künstlerischen Sachen 2013 dort entwickeln. Das hat aber auch glorreich nicht funktioniert, gescheit. Deswegen habe ich mich da zurückgezogen, aber mit relativ viel Spektakel sozusagen gegenüber jetzt dem Baumgartner, dem Chef da. Und deswegen wissen die, da ist jetzt speziell, wo ich bin, da ist jetzt nichts mehr zu holen.
weil ich das einfach, das, was die da vorhaben, also derart grottig fand. Ich mach gleich mal so eine Einigung. Genau, du hast ja gerade beschrieben, dass die Keimzelle wuchert oder ihr euch vernetzt. Ich würde sagen, es hat insofern irgendwie, es erreicht eine Wirksamkeit. Weiter will ich das jetzt gar nicht festlegen. Ähnlich ist es beim Prinzessengarten in Berlin, wo ja jetzt auch die Stadtpolitik über den Umgang mit den Liegenschaften der Stadt verhandelt, aufgrund des Prinzessengartens. Ja. Für mich die ganze Zeit ist irgendwie was bei diesen urbanen Gärten. Wir brauchen eigentlich immer so dann, dass da Lagerverhältnisse sozusagen, Opposition, das ist in einem Urban Gardening nicht der Fall. Es ist tatsächlich über weltanschauliche Differenzen hinaus eine Sache, deren Wirksamkeit und Wichtigkeit alle einsehen. Das heißt aber nicht, dass es durchaus auch irgendwie Gegenkräfte gibt. Ich habe das gerade kurz erwähnt. Wenn es um die Flächenfrage geht, um Eigentum vom Grund und Boden, da wird es dann schon, da konkurrieren durchaus sozusagen Verwertungsfragen, Immobilien und so weiter. Da sieht man dann schon, dass nicht alle die Idee zu sagen, dass man über den Weg bestimmte viele gesellschaftliche Probleme gelöst bekommt, sagen, auch will. Weil es, ja, also das denke ich schon irgendwie. Ja, und vielleicht ein gewisser Charme, den jetzt die Keimzelle speziell hat, auch durchaus als eigenes Konzept und unterschiedlich im Gegensatz zu anderen. Wir achten schon auch darauf, dass es nicht zu schön ist bei uns. Ja, also das ist jetzt nicht zu sagen, dieses Abwertungskit-Konzept, es ist nicht ganz so programmatisch, aber wir basteln sehr viel und wir gucken schon, dass es nicht ganz so ganz nett daherkommt. Ja. Ja, erstmal fürs neue Thema, bei dieser stillen Wandlung, also Verdunstung heißt ja eigentlich auch Umdrehung. Umwälzung, ja. Umwälzung, genau. Mhm. Das heißt ja gar nicht so, das, was wir immer so denken, mit spektakulären Intervention. Ich würde eigentlich gerne genau anschließen daran, und zwar, ich finde es auch, manchmal macht es mir Sorgen, weil es allen gefällt. Mhm. Und ich habe sozusagen, ich finde es ja super. So, und ich war jetzt zum Beispiel gerade in Göteborg, wo ich ja mit anderen Leuten von Recht auf Stadt, halt verschiedene Projekte von Recht auf Stadt vorgestellt habe. Und da haben wir uns dann eine besondere Stadtführung gegeben. Und unter anderem gibt es da, und es gibt in Göteborg keine Aktivistenszene. Es gibt also relativ ganz, ganz gering, ja? So. Und da gab es halt auch Urban Gardening, mitten in der Stadt, sehr schön. Und dann haben sie halt, die haben auch so einen Ort wie Hafen City. Und den haben sie halt den Leuten zur Verfügung gestellt und gesagt, da sollt ihr euer Urban Gardening-Projekt ganz groß machen, haben sie gemacht. Dort wird jetzt auch noch ein Haus gebaut und das wird alles wie so ein Ökodorf behandelt. Und zwar dürfen die Leute, die einziehen, das sind unheimlich teure Wohnungen und im Mietpreis, mit im Miet, denen steht, dass man sich ökologisch ernähren soll, selber Sachen anbauen soll, man soll joggen gehen zweimal die Woche. Das hört sich wie ein Witz an, so. Aber das hat mich eigentlich total erschrocken, weil das so eine Instrumentalisierung ist von diesem Urban Gardening, die sozusagen eine Aufwertung macht. Und die das dann wieder in diesem Ding von wegen, man lebt gesund, man baut sich die Sachen selber an, ist dann gutes Bio-Essen und ist eigentlich pervertiert, also die Idee von Aneignung, weil es dann wieder so, genau, so eine Aufwertung macht. Absolut, teile ich auch, das ist ein Problem. Das ist, ist wie so kein praktisches Problem, es hat nicht mit der Wirksamkeit sagen, der Aktion zu tun, sondern es bewegt sich auf einem diskursiven Raum. Also wie redet man darüber? Ja, das ist, da kann man aber, was soll man sagen, da muss man halt entsprechend versuchen, nicht die Hoheit über den Diskurs zu verlieren oder zumindest mal in dem Bereich zu kämpfen. Das ist so, wie wenn man sagt, wenn man in den Medien hört, ja, sowas Fairtrade, ja, das ist für Leute vielleicht, die sich ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen verschaffen wollen. Nein, da geht es um globale Gerechtigkeit. Ja, da geht es darum zu sagen, dass die Ungleichverhältnisse abgeschafft werden. Und da muss man einfach reden. Das muss man deutlich machen. Und so ist es auch mit diesen Aktionen mit den Gärtnern. Viele Gartenaktionen haben aus meiner Sicht benutzen die komplett falsche Sprache. Bringen genau Lebensmittel, Bio-Lebensmittel mit Gesundheit und Ertüchtigung zusammen und so. Eben, dass es irgendwie schön passt und Lifestyle-Geschichten. Ja, da kann man einfach, glaube ich, wirklich, das ist die einzige Möglichkeit, dass man Kategorien, das ist, glaube ich, wirklich auch eine, also greife ich als eine Herausforderung in Philosophie, dass man entsprechende Kategorien hat. Was ich jetzt noch eine Frage oder was für mich so ein offenes Problem ist, oder was ich vielleicht einfach falsch verstanden habe, ich bin jetzt aus Wien. Also,
wenn es darum geht, bei der Idee von diesen öffentlichen urbanen Gärten, einmal zum Beispiel sich einen öffentlichen Raum anzueignen und den durch eine Öffentlichkeit, die sich dann auch als solche erkennt, halt auch zu spielen. Mhm. Und auch ein kommunikativer Raum entsteht dadurch, dass plötzlich durch eine gemeinsame Tätigkeit von ganz unterschiedlichen Menschen plötzlich dann auch ein Raum der Unterhaltung und des Austauschs ergibt. Nur bei diesem, ist das wirklich als effiziente Subsistenzwirtschaft angedacht? Also wirklich als effektive Ernährungsgrundlage? Weil da finde ich die anderen beiden Punkte, die finde ich richtig super, kann ich auch voll verstehen. Und beim letzteren Punkt frage ich mich halt schon, also was ist denn der urbane Raum oder dann überhaupt ein Stadtgebilde? Also der hat ja dadurch, dass er sich eben von einem Agrarraum abgrenzt, genau in seiner Funktion halt auch eine gewisse Form erhalten. Wo vielleicht schon die Frage ist, muss dort eine Subsistenzwirtschaft irgendwie so dringend hergestellt werden? Also ich bin ganz froh, dass ich zum Beispiel meine Kartoffeln im Supermarkt kaufen kann. Und in der Zeit, wo ich die sonst anpflanzen, beten und wenden müsste, vielleicht mich anderen Kulturtechniken widmen kann. Und was jetzt keine Wertung ist oder so, sondern halt einfach so eine, also ich glaube, so sind auch urbane Räume und die Aufgaben und überhaupt Funktionen oder überhaupt Mechanismen von urbanen Tätigkeiten oder urbanen, was auch immer, was das ist, überhaupt entstanden. Und diese Frage irgendwie dieser irgendwie autonomen Versorgung, ob die nicht, also muss das sein? Ja. Gleichzeitig, was ich auch eigentlich einen riesen Schreck bekommen habe bei dem einen Bild, da war scheinbar irgendwie ein Park oder sowas, ein öffentlicher, und ich weiß es nicht, vielleicht war das vorher mal eine grüne Wiese, aber auf dem Foto war es einfach ein großes Labyrinth aus kleinen abgesteckten Zäunchen und Absperrungen, Markierungen und Umfriedungen, wo man sich schon fragt, naja, wo war das vielleicht sogar nicht vorher ein zugänglicherer Raum, als er dann vielleicht im Nachhinein diese Parzellen und sowas war? Mhm. Ja gut, da waren jetzt viele Fragen oder viele Aspekte, ne? Also vielleicht zunächst einmal diese Frage der Kleinflächigkeit. Das sind jetzt wirklich Dinge, die ich nicht erfinde oder so, die wachsen nicht auf meinem Mist, sondern wenn man sich den globalen, internationalen Diskurs anguckt, sagen, es gibt den Weltagrarbericht, das sind unverdächtige Akteure, also wirklich auch bürgerliche Wissenschaftler, die kommen zu dem Ergebnis, es gibt eigentlich keine Alternative, sagen, im Hinblick auf eine zukünftige Nahrungsproduktion hier auf diesem Planeten für alle Menschen, die jetzt schon da sind und noch kommen werden, als eine Kleinteiligkeit. Also wegkommen von Monokultur, Gentechnik, Agrarindustrien, sondern eine kleinflächige, biodiverse, arbeitsintensive Nahrungsproduktion. Warum? Weil sie die produktivste Art und Weise ist, weil auf diesen Flächen am meisten Nahrung produziert werden muss. Und wir haben dann, können wir jetzt hier nicht vertiefen, aber es gibt ein Flächenproblem da. Wir haben nur einen Planeten und so weiter. Wir müssen sehr intelligent sagen, mit Flächen arbeiten in Zukunft. Und da ist diese, tatsächlich, es gibt diese Alternative dazu und die besteht genau darin, dass es arbeitsintensiv, kleinflächig ist, biodivers. Dann ist die Frage, gut, muss das jetzt in der Stadt sein? Ja, warum nicht? So, beziehungsweise, wir sind jetzt, sagen, die Hälfte der Menschheit lebt in Städten, die Verstädterung, sagen, der Weltgesellschaft nimmt zu. Und es spricht eben auch viel dafür, dass wenn man Teilzeitgärtner sein will, und das läuft da auf diese Kleinteiligkeit hinaus, da brauchst du einfach sehr viele Menschen. Wir haben in den letzten 200 Jahren eher so die Bewegung, dass man eine massenhafte Arbeitslosigkeit schafft im ländlichen Raum. Ja? Und die kommen dann, tauchen dann über Wandlungsbewegungen in der Stadt auf und bilden das Proletar und Prekariat am Ende. Ja? Aber wenn man genau diese zivilisatorische Bewegung rückgängig machen will, dann gibt es da gute Möglichkeiten. Und das heißt, dass jeder Mensch oder viele Menschen, wie es geht, teilzeitbäuerlich sind. Tatsächlich ihre Nahrungsmittel stückweit
selbst produzieren. Ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie ein gesellschaftlich erstrebenswertes Ziel wäre, und das geht, glaube ich, auch gar nicht, dass wir jeder für sich seine Sachen komplett selber macht. Also eine Autarkie kann gar nicht das Ziel sein. Eine gewisse Arbeitsteilung, sagen, in der Beschaffung und Versorgung von Nahrungsmitteln wird es immer noch geben. Aber wenn wir sagen, das spricht gar nichts dagegen, sondern das macht vielleicht sogar auch Spaß mit diesen Pflanzen, ja, diese Arbeit ist nicht nur eine gesellschaftlich notwendige, sondern eine, die auch einen Lustmoment hat, das ist ja auch mal ganz interessant, dann wäre es schon so kaum anders eigentlich denkbar, dass du diesen Garten dann in der Nähe deiner städtischen Wohnung hast. Also da, ob das nun Fläche ist, ob das Dach ist, ob das ganz raffinierte Window Farming ist, das kann alles Mögliche sein, aber ich glaube, die Integration von Stadt und Land ist eher etwas Erstrebenswertes, auch aus vielen anderen Gründen, ne? So klimatechnisch und Transport, Verkehr, öffentliche Räume. Wichtiger Punkt, noch ein Satz, ist es ja? Okay, ein Satz, weil wir haben es vorhin schon gehabt. Ich glaube, das ist schon ganz interessant, der Wandel des innerstädtischen öffentlichen Raums von Park Fiction zur Keimzelle. Park Fiction ist angetreten, mit einem ähnlichen Konzept, was jetzt die Stadtentwicklungsprozesse angeht, die wir jetzt hier nicht so richtig besprochen haben. Aber die Nutzungsvorstellung war damals noch nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind, was die Flächen angeht. Damals, vor 15 oder 20 Jahren, nee, vor 10, 15 Jahren, war es einfach tatsächlich nur noch diese Brachfläche. Und das ist, glaube ich, in der Tat. Wir sind nicht mehr Park Fiction, sondern sagen Utopiegarten, aber mit diesem Nahrungsaspekt dann da drin, weil es einfach diese gesellschaftliche Entwicklung widerspiegelt.